in der er seinen Reliquienschatz aufbewahrt hatte. Und wenn wir jetzt so ein bisschen Schulzeitwissen, wenn das Geld im Kasten klingt, die Feste, Ablasshandel, all das ist ja in dieser Zeit gewesen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass Luther irgendwann mal gesagt hat, nee, so geht es nicht weiter. Und insofern, und das fällt eigentlich genau in diese Zeit. Albrecht hat hier einen Reliquienschatz aufbewahrt, er hat diese Kirche umbauen lassen, hat die Dominikaner rausgeschmissen, hat die in ein anderes Kloster der Stadt umgesetzt und hat diese Kirche zu seinem Heiligtum gemacht. 1,5 Millionen Jahre Ablass hätten diese Reliquien versprochen nach damaliger Rechnung.